Kontrolle. Die Piloten des 629. Jagdgeschwaders stehen zu Ihrer Verfügung. Kameraden, heute überwachen wir den Luftraum über Stalingrad. Die Front kommt immer näher. Die Lage kann daher jederzeit heikel werden. Halten Sie nach allen Richtungen Ausschau. Sie dürfen nicht einmal mit den Augen zwinkern. Bleiben Sie dicht zusammen. Geben Sie einander Deckung und machen Sie keine Dummheiten.
Anflug auf Stalingrad. Wir haben nicht genügend Flugzeuge, um so viele Bomber abzuschießen. Darum möchte ich stattdessen einen psychologischen Angriff vorschlagen. Wir müssen einen ganzen Schwarm auf einmal abschießen. Das dürfte die gesamte Formation in Panik versetzen. Dem Tagebuch von Andrew Danilov, 10. August 1942. Die deutschen Truppen nähern sich Stalingrad immer mehr. Aber sie werden es nicht einnehmen. Jedenfalls nicht, solange ich im Einsatz bin. Ich habe meine beste Besatzung zusammengetrommelt und wir haben eine I-16 bekommen. Sie sind vielleicht alt, aber sie sind noch immer viel wendiger als die Messerschmitt. Keine Ahnung, wie viele Messerschmitt den Himmel bevölkerten, aber es gelang uns, eine nach der anderen abzuschießen. Es war der längste und härteste Kampf meiner Laufbahn. Ich kann mich nicht daran erinnern, im Cockpit jemals so erschöpft gewesen zu sein. Aber es kam noch schlimmer. Nachdem wir die 109 losgeworden waren, kamen die Heinkel. Zu dem Zeitpunkt funktionierte ich nur noch über meinen Adrenalinspiegel. Und obwohl wir sie nicht alle besiegen konnten, scheuchten wir die Überlebenden mit eingekniffenem Schwanz zurück zum Stützpunkt. So einen Luxus wie ein heißes Bad haben wir zwar nicht, aber ich freue mich schon, wenn ich heute Abend meinen Kopf auf ein schmutziges Kissen legen kann.